Also wahrscheinlich einer der selteneren Sticker haben wir hier gezogen und dann noch Jamie Vardy. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Premier League Sticker Tütchen Unboxing. Und heute habe ich hier nochmal 10 Sticker Tütchen der neuen Tops Premier League Sticker Serie am Start. 10 Sticker Tütchen, ich hatte letztens schon ein Unboxing dazu rausgehauen. Wer dieses Unboxing abchecken möchte, kann einfach den Link unten in der Videobeschreibung einfach auch mal anklicken und dann gelangt ihr zum Video. Da verlinke ich euch das letzte Premier League Sticker Tütchen Unboxing und wir fangen an mit dem ersten Sticker Tütchen. Wenn ich genug Tütchen geöffnet habe, kommt dann auch mal irgendwann ein Update, Leute, wenn ich die ganzen Sticker sortiert habe und so weiter. Lanzini von West Ham. Mustafi von Arsenal. West Bromwich Albion Logo. Also die Logos sehen richtig cool aus hier mit dem Rainbow-Effekt am Rand. Dann geht es weiter mit dem Pokal. Mit dem Premier League Pot, Leute. Sticker Nummer 2. Also wahrscheinlich einer der selteneren Sticker haben wir hier gezogen. Und dann noch Jamie Vardy. Weiter geht es mit dem zweiten Tütchen. Da haben wir ein Mannschaftsfoto drin. Die linke Seite von Burnley. Lege ich einfach mal hier daneben. Solange Platz ist, kann ich den ganzen Sticker hier noch auf dem Tisch platzieren. Buruk von Bournemouth oder irgendwie so, glaube ich. Dann Dele Alli von Tottenham. Oscar, Chelsea. Dann von Hull haben wir Andrew Robertson. Sticker Nummer 106. Ich weiß gar nicht, wie viele Sticker es insgesamt gibt. Habe ich gar nicht ins Album hineingeschaut. Auf jeden Fall machen wir weiter mit dem dritten. Da haben wir Antonio von West Ham. Gray als Starspieler von Burnley. James Morrison von West Bromwich, David Luiz, Lockenluis ist ja back, Leute, in der Premier League. Und hier haben wir gleich mal ihn als Porträtsticker gezogen. Oh yeah. Und dann noch das Mannschaftsfoto, die rechte Seite von Everton. Also der ganze Tisch ist jetzt hier schon voll mit Sticker und wir machen weiter mit dem vierten. Leicester, linke Seite. Danke, Autofokus. Joshua King. Harry Kane. Højbjerg, der hat natürlich auch mal in der Bundesliga gespielt bei Bayern. Dann ist er gewechselt und jetzt spielt er hier bei Southampton. Patrick van Aanholt, der linke Verteidiger von Sunderland. Und das ist natürlich auch Holländer oder Niederländer, wie auch immer man es nennen möchte. Sigurdsson von Swansea. Steven Ward von Burnley, Christian Benteke, Crystal Palace, John Stones von Manchester City und wir haben den Pot komplettiert. Oh yeah, Sticker Nummer 1. 1 und 2 haben wir hier heute gezogen. Leute, dafür bitte einmal unten in die Kommentare Hashtag Pot. POTT. Hashtag Pot. Wer bis hierhin geschaut hat, einfach geil. Zack, legen wir natürlich hier in die Mitte. Und das war jetzt das fünfte Tütchen. Wir kommen zum sechsten. Wir kommen zum sechsten. Da haben wir Swansea, linke Seite. Adam Smith. Jason Panchion von Crystal. Eden Hazard. Duncan Watmore von Sunderland. Ich hau jetzt die Sticker einfach nur auf den Tisch. Aber das sieht cool aus, wenn ich die Sticker so im Hintergrund hinlege, wie ich finde. So, es geht natürlich weiter mit Autofokus von West Ham natürlich. Dann Bamford von Burnley. Ben Foster von West Bromwich Albion. Bertrand von Southampton und Crystal Palace die rechte Seite vom Mannschaftsfoto. Reiß auf, also ich feiere die Sticker, Leute. West Ham United. Ich möchte diese Sticker-Serie natürlich auch voll bekommen, deswegen öffne ich sie. Steve Cook, Wickham, Raheem Sterling und Frank Lampard, Top Goalscorer. Okay, der Frankie spielt ja jetzt. Spielt er überhaupt noch? Wenn er spielt, spielt er in der MLS, glaube ich, ne? Kann das sein? Der Frankie Wanenki, Middlesbrough,
linke Seite. Bitte nicht Benteke scharf stellen, sondern hier die Sticker hier vorne. So, wir machen weiter mit Sermon, Shuttley, Tadic und Rain Mason. Leute, was soll denn das? Wo sind die Stickertütchen denn? Das ist schon wieder das letzte Stickertütchen. Das zehnte Stickertütchen, was wir jetzt hier öffnen. Und hier haben wir Daniel Sturridge von Liverpool. Ich glaube, den ersten Sticker hier heute von Liverpool. Lauton, Tompkins. Oh shit. Bakary sagen ja. Und Horry, Leute. Wie ich den Typen früher gefeiert habe. Terry Horry. Bei Arsenal, dann bei Barca, dann wo war er noch? Einfach geil, der Typ. Horry, Terry, Horry, Horry. Ja, und das war's, Leute. Das war's hier mit dem heutigen Unboxing. Es sind überall Sticker verteilt. Hier natürlich ein Pott. Wie gesagt, Hashtag Pott unten in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Checkt jetzt noch das letzte Premier League Unboxing aus, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt in der Endcard mittlerweile. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Rechts daneben findet ihr, wie gesagt, das letzte Premier League Unboxing nochmal. Oder schaut einfach unten in die Videobeschreibung, da habe ich es euch auch verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Tschüssikowski.